Guten Tag, Leute, und herzlich willkommen zu einem weiteren Daily Vlog von mir. Die Leute, die sich mein gestriges Video angeschaut haben, wissen, warum jetzt hier meine AirTag liegt und was ich jetzt damit vorhabe. Ja. Und zwar waren gestern diese Farben hier im Spiel. Und zwar, das ist Holy Farbe. Zwei Packungen haben wir gestern irgendwie nicht benutzt, aber die hier sind alle leer gegangen. Und es gibt dann auch so eine kleine winzige Sache, die passiert ist. Aber das werde ich euch erst gleich zeigen. Jetzt müssen wir erstmal diese AirTag irgendwie in meinen Garten bekommen. Und das Ding ist halt, keiner ist zu Hause. Heißt, ich muss sie jetzt irgendwie alleine schleppen. Let's go. Es sind einfach 65 Kilo. Wie soll ich das jetzt alleine schaffen? Oder ich ziehe sie einfach. Nein. Och Mann, ich hätte das vorher machen müssen, wo meine Eltern noch zu Hause waren. Och Mann, ich habe extra im Garten alles vorbereitet, damit ich die sauber machen kann. Ich habe extra so einen Schlauch vorbereitet und... Och Mann, jetzt muss ich warten, bis die zu Hause sind. Okay, Leute, nach einer Stunde warten ist die AirTag jetzt auch schon draußen. Übrigens regnet es ein bisschen, aber ist nicht so schlimm. Ich muss die AirTag heute so oder so sauber machen. Okay, let's go. Ich habe keine Ahnung, wie das geht. Hier oben ist das hier so drehen. Passiert schon irgendwas? Keine Ahnung. So, passiert irgendwas? Oh mein Gott, ja. Jetzt muss ich die AirTag erstmal wieder ausrollen. Ich habe heute übrigens mal wieder meine krassesten Schuhe an. Oh mein Gott, die ist so schwer. Oh mein Gott, Leute, ich kann nicht mehr. Und übrigens, und ja, die Matte ist schon ein wenig dreckig geworden. Aber Leute, das Problem werden wir jetzt beheben. Alles komplett blau. Leute, kennt ihr diese satisfying Videos auf TikTok, wo die so den Boden so sauber machen? So fühle ich mich irgendwie gerade. Alter, das ist ja absolut ekelhaft und das muss ich noch alles sauber machen. Oh Mann, ey. Meine ganze Socke nass. Lecker. Aber Leute, ich bin jetzt hier hinten angekommen. Ist doch echt schmackhaft, oder? Das sieht echt ekelhaft aus. Aber Leute, die AirTag wurde jetzt halbwegs sauber gemacht, aber ich kann sie leider alleine nicht umdrehen, denn ich bin immer noch alleine zu Hause. Und meine Eltern sind gerade wieder weggefahren. Oh mein Gott, Leute, wir haben es jetzt gerade 23.13 Uhr, denn ich habe bis jetzt mein gestriges Video geschnitten. Ach du Zieht euch dieses Video rein, Leute. Es ist absolut krank geworden und ich saß da wirklich so lange dran, aber ich bin so zufrieden damit. Ja, ich habe jetzt Sauhunger. Ich werde jetzt erstmal was essen. Keine Ahnung. Ich werde... Ah ja. Oh, willst du was zu essen haben? Boah, ich gebe dir jetzt was. Yummy. Willst du auch gleich was haben? Ja. Ich glaube, ich ziehe mir jetzt... Ich ziehe mir jetzt Bienenstichkuchen rein. Wer macht das nicht um 11 Uhr? Okay, Leute, ich habe jetzt gerade fertig gegessen und ich habe mir mal wieder mein Ventilator. Das ist doch ein Ventilator, oder? Ja, so ein Klimading da. Weil es wird ja jetzt wieder mega warm und ich habe ja jetzt so eine Schräge und die Sonne scheint von außen dann so richtig drauf und dann kommt die ganze Wärme in mein Zimmer rein und dann ist es immer so warm. Und deswegen musste ich den heute mal wiederholen. Jetzt kommen wir zu meinem Titel. Und zwar im Titel steht ja, dass die Farbe nicht mehr rausgeht. Das stimmt. Ich weiß nicht, ob ihr das gut genug sehen könnt, aber hier ist auf jeden Fall so ein blau-lilaner Fleck hier, das hier. Und es geht einfach nicht mehr raus, Leute. Ich kann schrubben, ich kann alles machen, es geht nicht mehr raus. Auch hier so zwischen den Fingern und hier mein ganzer Arm. Hier an meinem Fuß sind noch voll die Farbflecken und die gehen einfach nicht mehr raus. Okay, beim anderen ist es nicht so stark, aber bei dem... Aber die Farbe von der AirTag ging auch nicht so ganz raus. Update zu meinem Playbutton. Mein Playbutton hängt immer noch schief. Ich habe immer noch keinen Bock, eine zweite Nadel da dran zu machen. Und bevor ich dieses heutige Video beende, muss ich mich einfach für das Video, wo ich mich abschminke, bedanken, weil dieses Video einfach über 2000 positive Kommentare hat. Also ich habe mir wirklich sehr, sehr viele Kommentare darunter durchgelesen und wirklich fast 99% der Kommentare waren positiv und ich wollte mich einfach dafür bedanken. Dadurch fühle ich mich einfach jetzt viel selbstbewusster. Also wirklich danke an dieser Stelle und ich würde sagen, Leute, an dieser Stelle beende ich jetzt auch schon wieder mein Video, denn für mich geht es morgen wieder in die... Ja, okay, es fängt mit Tee an und es hört mit Rampolinhalle auf. Jetzt habe ich euch aber echt gespoilert. Also morgen wird wieder ein nice Video und dann kommt, seid morgen auf jeden Fall dabei. Wenn ihr noch kein Abo da gelassen habt, dann lasst das gerne ein Abo da und werde ein Teil von der Insta Me Army. Es lohnt sich auf jeden Fall. Und ich würde sagen, Leute, wir sehen uns morgen wieder und peace out.